Zeit. Von einem miteinander. Das ist. Bitte, es stört der Park. Bälle zum Sitzen. Der Weltuntergang steht uns bevor, zumindest wenn man den Berechnungen der Maya glaubt. Geht es nämlich nach ihnen, dann ist der 21. Dezember 2012 der Tag, an dem alles Leben auf der Erde endet. Was ist dran an der Prophezeiung? Ich glaube nicht, dass die Welt untergeht. Es wird vielleicht irgendein besonderes Ereignis passieren, wie die ganzen Naturkatastrophen sind. Vielleicht ist sowas vorhergesagt worden, aber an was Größeres glaube ich nicht. An einen Weltuntergang tatsächlich glaube ich nicht, aber ich weiß nicht, ob es ein Rechenproblem oder ein Interpretationsproblem ist von dem Kalender. Also ich finde, das ist ein Scheißertrick. Es geht jetzt nicht um die Biene, Maya, oder? Ich glaube, das ist nur eine Vermutung gewesen. Ja, warum sollte sie jetzt plötzlich untergehen? Der Maya-Kalender Ende 2012. Aber was das bedeutet, ist völlig offen. Ja, es gibt ja auch andere Berechnungen, was ich gelesen habe, dass sie die anscheinend verrechnet haben und dass das jetzt später zurückt. Also soweit ich weiß, ist es ja nicht jetzt auf, dass jetzt da gar die Welt untergeht, sondern es wird ein Umbruch stattfinden, also so laut Maya. Meine Überzeugung, die Welt geht nie unter. Nein, ich glaube an überhaupt keine Untergangsszenarien. Aber wie erklären Sie sich dann die Naturkatastrophen? Ja, die Naturkatastrophen, das ist ja, die hat es immer schon gegeben. Das ist ja eine mediale Geschichte, ne? Das hat es immer schon gegeben, weil die Medien waren ja früher nicht so wie heute. Ich glaube, dass sie nicht mehr geworden sind. Ich glaube einfach, dass die Information mehr geworden ist, die es jetzt gibt. Man hat mehr Fernsehen, mehr Radio, sonstige Dinge, Medien, genau, die da sind. Und deshalb bekommt man es, glaube ich, einfach mehr mit. Wenn heute in Australien einer an Lauten los, wissen wir es in einer Stunde in Österreich. Ne? Klimawandel, alles, unsere ganzen Vergiftungen etc., das haben wir uns selber gemacht, das Haus gemacht. Das sind die Folgen der Umweltverschmutzung. Ich erkläre mir das so, dass einfach alles am Kopf gestellt wird, was so unter Jahrmillionen die Evolution da gebastelt hat, und wir machen das innerhalb von ein paar Jahrzehnten kaputt. Es wird das Letzte vom Letzten rausgeholt und das ist unser Untergang schlechthin. Das ist alles Kreislauf. Vor 6000 Jahren auch Welt gelebt und jetzt vor 600 Jahren immer gesagt, die Jugendlichen sind verrückt geworden. Und ihr sagt genauso. Ne? Und deine Pläne für den 21. Dezember 2012, Weltuntergangsparty? Mal schauen. Wahrscheinlich bin ich arbeiten. Da arbeite ich oder studiere ich noch. Also um die Zeit. Skifahren vielleicht? Da werde ich wahrscheinlich arbeiten und vielleicht ein Achterl trinken können. Ich habe keine Ahnung, was ich da mache. Aber ich habe keine Angst, sagen wir so. Was ich am 21. machen werde? Vorbereitungen machen für den 24. vielleicht? Mich langsam auf Weihnachten vorbereiten. Da warte ich gelassen ab, weil da bin ich wenn dabei oder nicht, ja.